Hey Leute! Oh, jetzt kommt gerade Wind. Toll. Moment. Wir wollen euch in diesem Video einfach mal so ein bisschen erklären, warum wir uns dazu entschlossen haben, mit dem Auto bzw. mit dem Camper unterwegs zu sein in der Welt. Das hat eigentlich ja auch mehrere Gründe. Erstmal waren wir in der Vergangenheit schon wirklich viel als Backpacker unterwegs, haben das natürlich auch dann kombiniert, klar mit Fliegen, wir haben Schiffsreisen zwischendurch gemacht, haben auch Busreisen gemacht, haben teilweise einen Mietwagen gehabt, also haben das Ganze so kombiniert, also von allem so ein bisschen schon mal ausprobiert. Und wollen es diesmal einfach anders machen, nämlich mit dem eigenen Auto. Der Hauptgrund ist eigentlich, dass wir ganz flexibel reisen möchten und zwar so in unserem eigenen Rhythmus einfach da halten, wo es uns gefällt, da weiterfahren, wo wir keinen Bock mehr drauf haben und das wirklich im ganz eigenen Tempo. Und das ist einfach mit einem Auto wunderbar möglich. Dadurch, dass wir natürlich auch sozusagen die eigenen vier Wände hier dabei haben, kannst du auch einfach dein Lager aufschlagen und hast alles, was du brauchst. Du musst halt keine Unterkunft suchen. Du musst, wenn du nicht willst, musst du auch nicht unbedingt ein Restaurant suchen, sondern kochst dir einfach hinten schnell dein Süppchen. Und das bietet einerseits natürlich eine gewisse Flexibilität, weil du nicht angewiesen bist, was zu suchen. Andererseits bietet es natürlich auch die Möglichkeit, relativ low budget zu reisen, weil du einfach die Unterkunft und das Essen gehen sparst. Was natürlich nicht heißt, dass wir jetzt nie in ein Hostel gehen werden oder Hotel oder dass wir nie auf einen Campingplatz fahren werden. Man kann ja auch nicht überall wild campen, das ist ganz klar. Das werden wir natürlich auch machen, je nachdem, wie es die Lage hergibt. Aber wir wollen so oft es geht eben einfach umsonst uns irgendwo hinstellen. Teilweise kann man das auch auf Bauernhöfen machen, dass man einfach anfragt, ob man sich bei denen hinstellen kann oder einfach bei einer Privatperson. Darf ich mich auf euren Parkplatz stellen oder so, ne? Also das werden wir auch einfach machen und gucken, wie es sich ergibt. Was das Essen angeht, ist es natürlich gerade für uns als Veganer jetzt auch hilfreich, wenn man auch die Möglichkeit hat, eben selbst sich was zu kochen. Das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt immer nur hier bei uns kochen werden. Wir wollen natürlich auch die vegane Vielfalt so in der Welt ausprobieren und so das Kulinarische entdecken, ganz klar. Aber wir müssen es nicht. Also wenn es wirklich nichts gibt für uns, dann haben wir halt trotzdem die Möglichkeit, hier drin was zu kochen. Und diese Freiheit, die ermöglicht das halt, wenn man das sozusagen alles selber mitschleppt. Apropos mitschleppen, genau, man kann halt im eigenen Auto auch einfach viel mitnehmen, ne? Also wir sind da nicht so begrenzt, irgendwie auf 20 Kilo oder so oder auf das, was man ans Fahrrad dran pappen kann, ne? Sondern können hier einfach wirklich viel mitnehmen. Und das müssen wir auch oder wollen das einfach auch, weil zum Beispiel ich habe meine ganze Fotoausrüstung, alleine das ist schon ein ganzer, fetter, schwerer Rucksack. Dann zusätzlich die Videoausrüstung mit Stativen und dies und jenes. Zwei große Laptops. Chris hat seine Tauchausrüstung, die will er mitnehmen. So. Alleine das schon könnten wir zwei vielleicht gerade tragen, aber dann hätten wir noch keine Klamotten im Gepäck, so, ne? Also, und ich bin sowieso, was Rucksäcke angeht, so ein bisschen Leid geplagt, weil ich extreme Schulter- und Nackenprobleme habe und sobald ich länger einen Rucksack trage, auch wenn der leicht ist, kriege ich extreme Kopfschmerzen und Verspannungen und das geht nicht lange gut. Also ich kann das mal machen, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, mein ganzes Gepäck im Rucksack rumzuschleppen durch die Welt, das würde nicht lange gut gehen. Was auch so eine Überlegung von uns war, dass wir unsere eigenen vier Wände sozusagen dabei haben, ist einfach, weil wir ja auch von unterwegs aus arbeiten möchten. Einerseits unsere YouTube-Videos weitermachen, auch unseren Blog schreiben und dass wir dafür einfach so ein bisschen so eine Art Ruhezone haben, also so ein bisschen unsere Privatsphäre haben. Ja, ganz klar. Das Autofahren hat natürlich auch viele, viele Nachteile, die ich vorhin aufgezählt habe und vielleicht gibt es auch noch zig mehr. Aber für uns ist es einfach jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, so wie wir uns die Reise vorstellen und nach unseren Bedürfnissen einfach so die beste Reisemöglichkeit. Und deswegen haben wir uns einfach für das Auto bzw. für diesen Camper entschieden. Auf der einen Seite ist es ein bisschen bequemer und wir können mehr mitnehmen, als mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs zu sein. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein bisschen umweltfreundlicher und einfach flexibler.
flexibler, als um die Welt zu fliegen. Wir schließen aber auch auf gar keinen Fall aus, das Fortbewegungsmittel irgendwann auf der Reise möglicherweise auch zu wechseln. Also man weiß ja nie, was kommt. Möglicherweise, keine Ahnung, wird das Auto geklaut oder es geht kaputt und wir haben kein Geld irgendwie für Neues oder so. Dann müssen wir halt zusehen, dass wir irgendwie anders weiterreisen, ist ja ganz klar. Vielleicht haben wir auch einfach irgendwann gar keinen Bock mehr, mit dem Auto zu fahren und sagen, nee, jetzt wollen wir zu Fuß weitergehen, ne, möglicherweise. Also das ist ja alles offen. Zum Beispiel auch, wenn wir jetzt an Orten vielleicht länger sind, gerade in Kanada, wenn wir da arbeiten oder so, möglicherweise lassen wir das Auto auch einfach mal stehen und machen irgendwie einen Trip dann wirklich zu Fuß, eine Wanderung, eine längere, oder leihen uns Fahrräder und machen mal eine Woche oder zwei Wochen eine Fahrradtour durch eine bestimmte Gegend oder so. Also das schließen wir auf gar keinen Fall aus, dass wir unterwegs natürlich auch andere Möglichkeiten sozusagen finden, bestimmte Gegenden dann einfach zu bereisen, weil das Auto ist natürlich auch nicht für alle Gegenden geeignet, das muss man schon auch so sagen. Kommt es natürlich nicht überall damit hin, will man ja auch gar nicht. So, und dann werden wir das unterwegs, wie es halt sich gerade ergibt, auch einfach anpassen. Na, oder wenn wir den Kontinent wechseln, ne, dann müssen wir das Auto ja verschiffen, das heißt mit dem Containerschiff auf den nächsten Kontinent fahren. So, und da stellt sich natürlich dann auch die Frage, fahren wir mit dem Schiff mit? Das ist eine Möglichkeit, oder müssen wir hinterherfliegen? Das würde ich ungern machen. Also somit werden wir so nicht nur in unserem Auto hier hocken, sondern natürlich auch andere Reisemöglichkeiten unterwegs nutzen und vielleicht sogar irgendwann mal ganz wechseln, keine Ahnung. So, damit wäre jetzt, glaube ich, auch die Frage beantwortet, wie kommen wir denn mit unserem eigenen Auto von Kontinent zu Kontinent? Jemand von euch hatte gefragt, wie das überhaupt möglich ist oder ob wir nur eine Europareise machen. Nein, man kann natürlich, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, das Auto verschiffen, wie gesagt, mit dem Containerschiff, da passen mehrere hundert oder tausende, weiß ich gar nicht, Autos drauf, ne? Und die werden dann über den Ozean in andere Länder verschifft. Ne? So, es ist nicht ganz billig. Wir haben uns auf jeden Fall für dieses Auto entschieden, wie wir eben erklärt haben. Jetzt wisst ihr auch warum, denn das haben nämlich viele von euch gefragt, konnten das nicht verstehen, warum man dann mit dem Camper um die Welt fahren kann. Jetzt wird das vielleicht ein bisschen klarer. Vielleicht habt ihr euch auch gefragt, warum ich heute hier alleine bin und der Chris gar nicht da ist. Es liegt einfach daran, dass der heute leider noch arbeiten muss, obwohl er am letzten Montag schon seinen letzten Arbeitstag hatte. Ich erkläre das kurz. Also sein Chef hat ihn noch mal gebeten, noch mal einzuspringen, denn seine Frau liegt halt gerade im Krankenhaus, hat ein Baby bekommen, gibt ein paar Komplikationen und er möchte natürlich gerne bei seiner Frau sein. Und dann hat er Chris gefragt, ob er noch mal einspringen kann. Und ihr kennt, wie lieb der Chris ist, der macht das natürlich. Da hilft man natürlich gerne, ganz klar. Obwohl er natürlich auch hier alle Hände voll zu tun hätte. Und ja, auch mit mir Reisevorbereitung machen will und das Video wollten wir eigentlich zusammen machen heute. Geht nun nicht, deswegen habe ich es jetzt alleine für euch gemacht. Ich hoffe, das war auch okay. Ja, aber nächstes Mal ist er dann hoffentlich wieder mit dabei. Morgen hat er nämlich jetzt wirklich seinen allerletzten Tag. Wir haben aber von seinem offiziellen letzten Tag am letzten Montag auch schon ein Video gedreht und von meinem letzten Tag auch. Das war ja schon vor 2,5 Monaten, Mitte Juni. Und wir haben da unsere Gedanken mal so ein bisschen gefilmt, wie das so ist, das letzte Mal zur Arbeit zu gehen, haben das so ein bisschen zusammengeschnitten. Und ja, wenn ihr das nicht verpassen wollt, schaut gerne wieder rein. Also, wir sind weg!